darf jetzt überleiten zu dem zweiten Preis, Studierendenvoting in der Kategorie 1, Führung und Steuerung. Bin gespannt, welches Projekt die WU Wien in dieser Kategorie als Sieger ausgewählt hat. Ich gebe dafür das Wort an Herrn Dr. Falk Ebinger vom Institut für Public Management and Governance der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Studierendenteam. Herr Ebinger, Sie dürfen übernehmen. Ich grüße Sie. Ich kann mein Video nicht starten, weil der Host es noch stoppt. Aber wir hören Sie gut und Sie können schon fortfahren. Sehr gut. Okay, gut. Ich grüße Sie von der WU Wien. Ich freue mich natürlich ganz toll über die Rolle, die wir bekommen haben, seit Jahren diesen Sonderpreis der WU Wien zu vergeben. Ich habe auch die angenehmste Rolle, weil ich direkt weiterleiten darf an zwei unserer hervorragenden Studierenden. Und zwar deshalb, weil die Studierenden natürlich am allerbesten den Studiengang vorstellen können und weil sie natürlich auch die Projekte, das Projekt ausgewählt haben, was wir als am preiswürdigsten erachten. Insofern übergebe ich direkt an die Frau Hott-Wagner und die Frau Haidarian. Bitte schön. Danke sehr. Wir würden unseren Bildschirm noch freigeben. Ja, wir sehen euch beide sehr gut und ihr habt noch eine Präsentation, wenn ich das richtig verstehe. Und würde jetzt den Bildschirm jetzt noch teilen. Ich frage kurz unsere Regie, ob wir das im Griff haben. Es geht schon los. Herzlichen Dank. Wie Sie bereits unschwer an dem Bild unserer Bibliothek im Hintergrund erkennen können, dürfen wir heute die Wirtschaftsuniversität in Wien vertreten. Mein Name ist Hanna Haidarian und gemeinsam mit meiner Kollegin Nina Hott-Wagner vertreten wir heute die Studierenden der SBWL Public and Non-Profit Management. Wir melden uns gerade direkt aus der Universität, an der die uns also als bekannten 3G-Regeln zum Zugang gelten. Ein bisschen was zu unserem Hintergrund. Was macht die Wirtschaftsuniversität besonders? Was macht sie aus? Mit etwa 23.000 Studierenden zählt die Wirtschaftsuniversität Wien zu einer der größten und renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten im europäischen Raum. Die WU darf sich überdies über 3 Akkreditierungen freuen und zählt somit zu den renommiertesten 1% der Universitäten, die sie als Triple Crown University bezeichnen dürfen. Es wird eine Vielzahl an Programmen geboten und auch eine große Anzahl an Spezialisierungsprogrammen gelehrt. Eines dieser Spezialisierungsprogramme setzt sich mit dem Management von Public and Non-Profit Management auseinander. Hier ist es besonders wichtig, die Verknüpfung betriebswirtschaftlicher Logiken mit Themen des öffentlichen Sektors zu verknüpfen. Wir setzen uns hierbei damit auseinander, wie die Verwaltung der Zukunft aussehen könnte. Kommen wir zu dem Teil, wie wir zu unserem Gewinnerprojekt gekommen sind. In unseren Augen war wichtig zu beurteilen, was auch die WU als ein siegerwürdiges Projekt sehen würde. Wir haben 20 verschiedene Projekte sichten dürfen und dabei haben uns 6 verschiedene Bewertungskriterien als Orientierung geholfen. An dieser Stelle sei vielleicht wichtig zu erwähnen, dass wir hier nach einer qualitativen Methode vorgegangen sind. Und zwar besonders wichtig, die Stärken der einzelnen Projekte hervorzuheben. Hier haben wir vor allem auch darauf geschaut, was gesellschaftlich relevant ist, was irgendwie Zukunftsperspektive hat und auch zeitgemäß ist und gleichzeitig auch, was einen besonderen Mehrwert hat. Und zwar außerdem wichtig, dass das Projekt Mut beweist. Es sollte mutig genug sein, komplexe Herausforderungen anzupacken und Instrumente zur Bewältigung bereitzustellen. Und das Siegerprojekt wird Ihnen nun meine Kollegin vorstellen. Danke sehr. Ja, wir gratulieren recht herzlich unserem Siegerprojekt der digitalen Transformation im Bundesdenkmalamt. Wir haben dieses Projekt gewählt, weil es umfassende Innovationen mit sich bringt und noch dazu in einem so komplexen Raum umgesetzt wurde. Man muss sich vorstellen, das Bundesdenkmalamt hat einen Wissensbestand, der geht über 150 Jahre zurück. Und bei dementsprechend vielen Quellen stellt sich so eine digitale Transformation auch sehr schwierig dar. Und wer so viel Mut beweist, ein so komplexes Projekt anzupacken und umzusetzen, der hat unseren Studierendenpreis auch verdient. Und noch kurz zu den Punkten, die dieses Projekt anspricht, die wir hervorheben möchten. Es kommt zu einem sehr gesteigerten Nutzungspotenzial. Also nicht nur das Bundesdenkmalamt hat durch die digitale Transformation Vorteile, sondern auch andere Verwaltungseinheiten, die nun auf die Daten zugreifen können. Noch dazu bindet Forscherinnen und Forscher sowie die breite Öffentlichkeit mit ein,
weil in Zukunft auch die Daten im Internet gestellt werden können und so alle Leute darauf zugreifen. Und last but not least kommt es natürlich zu einer erheblichen Effizienzsteigerung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesdenkmalamt, weil sie nun viel einfacher und schneller ihre Arbeitsprozesse erledigen können. Ja, das war es auch schon von unserer Präsentation. Wir gratulieren noch einmal dem Siegerprojekt und bedanken uns, dass wir heute bei dieser Veranstaltung dabei sein durften und so viele spannende Projekte vorab schon sichten durften. Danke sehr. Ja, vielen Dank und herzliche Gratulationen an den Siegerprojekt. Auch von unserer Seite großartige Einreichungen, großartige zwei Gewinner. Vielen, vielen Dank auch, dass sich die Studierenden so viel Zeit genommen haben für diese wirklich tiefgreifende Analyse, die Jury ohne dies auch. Ja, ich würde weitermachen. Die zweite Kategorie.